Des Morgens aber hielten alle hohen Priester und die Ältesten des Volks einen Rat über Jesum, dass sie ihn töteten und banden ihn, führeten ihn hin und überantworteten ihn dem Landpfleger Pontio Pilato. Da das sei Judas, der ihn verraten hatte, dass er verdammt war zum Tode, gereuete es ihn und brachte er wieder die 30 Silberlinge den hohen Priestern und Ältesten und sprach: Ich habe übel getan, dass ich unschuldig Blut verraten habe. Sie sprachen: Das geben wir nicht, das anders geben. Die Silberlinge in den Tempel, hob sich davon, ging hin und erhängete sich selbst. Aber die hohen Priester nahmen die Silberlinge und sprachen: Es taugt nicht, es taugt nicht. Das in sie ist in denn es ist Blut, denn es ist Blut.